So, willkommen zurück bei Mr. Slaves Thronentweihung. Ich weiß, habe ich nicht gesehen, wie viele Sterne der hat. Ich jetzt eigentlich nochmal abbrechen? Ja, kann ich. Gut. Mal gucken. Big Gay L als Big Gay Bitch. Okay. 3 Sterne. Sollte man hinkriegen. Oh Gott. Oh, der ging. Gerade so. Kloherrscher. 3 von 12. Unten war keine Tür. Okay. Okay, das Haus hat auch nur das Erdgeschoss. Oh, Ich rede mal Jäger! mit den. Kannst du meine Kätzchen suchen? Ohne sie habe ich einfach überhaupt keine Lust auf gar nichts. Klar. Wenn die dich immer Sorry, abhauen würden. Mutter Arsch, ich muss dieses Buch verschlingen. Hey, Zuckerstückchen, machen wir ein Selfie? Ja klar, mit Mr. Slave doch immer. Das sieht aus, als ob ich in die Hose kacke. Vielleicht noch mit Big L? Oh mein Gott, vielen Dank. Als sie ist ein Och, im unfreies Moment die Bilder Bild. sind so gar nicht nach Selfies. Ach du Arsch. Und ich nicht. Aber danke. So, hier wohnen die also. Das muss ich mal geografisch mal ein bisschen angucken gerade. Das ist also hier. Okay. Jetzt sind wir ja gleich da hinten, wo wir hin sollten, wenn wir den Du bist jetzt Polizeiauftrag. an seinem Unterschlupf. Finde einen Zugang, aber Vorsicht, er wird schwer bewaffnet sein. Den Wärmebildern nach ist der Verdächtige hinten im Haus. So, hinten im Haus. Schon da, ja, okay. Gucken wir mal, was in der Garage. Die haben 60, okay. Ja, ich wollte ja mal gucken, ob ich noch Artefakte habe, die besser sind. 31. 31. Oh, hier, 35er. 35er und den 33 habe ich da drin, okay. 68 haben wir jetzt, das ist okay. Scheiße, gesperrt. Ich da irgendwie rein? Nö. Garage komme ich also nicht rein. Auch oh, Nicole. Ich erst mal oben hin, glaube ich. Moin. Ich gedacht, dass ja jemand zu Hause Tobi ist. Benimmt sich echt komisch in letzter Zeit. Komisch? Oder wie ein totales Arschloch wie all die anderen Jungs? Ja, letzteres. Aha, spiel eine Karte. Der Token also wieder mal. Okay, warum nicht? Juhu! Huhu! Ich nett von dir, Nicole. Danke, wir sehen uns online. Mitleids-Selfie mit dem Neuen. Okay, du kriegst einen Mitleids-Follow, was soll's. Ja! Ich stehe auf Mitleids-Follow. Danke. Das ist voll geil von euch, danke. Das gefällt und glitzert.
Das ist ja schön. Das ist irgendwelche verquere Kunst. Ja, okay, gucken wir mal den Thron an. 3. 3 Sternisches. Das ist gemein. Alter. Das ist kacke. Das ist echt kacke. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Das war zu krass. Dann machen wir 2 Sterne. Was liegt denn da drin? Kann ich nicht nehmen? Das habe ich nicht hingekriegt eben. Oben die Schultertaste drücken und dann im Kreis drehen den Stick. Kam ich überhaupt nicht dran. Richtig. Naja. Mancher Thron ist halt. Jetzt solltest du ihn sehen. Hey, wer bist du? Was machst du in meinem Haus? Angriff! Oh. Angriff! Besiege den Drogendealer, ja, nur weil er schwarz ist. Er jetzt der Drogendealer. Die Bullen Was wieder, hast du Alter. In meinem Haus zu suchen? Oh, ich bin alleine. Was hat denn der für ein Level? Was soll denn das? Ich drücke immer zu früh. Scheiße, ich glaube, ich drücke immer zu früh. Au! Feuer wieder! Ah, ihm brennt doch die Hose. Dann. Au! Verdammt, was willst du von mir? Sag nein zu Drogen. Ja, weg von mir. Ich verteidige nur meine Burg. Haha. Da hat ja gar nichts drauf gehabt. Schreckensklinge, ja, das ist schon wieder ein kleines Artefakt. Brauche ich schon nicht mehr. Heilige Scheiße, du bist wirklich ein Superheld. Ein Degenerierter weniger, um den wir uns kümmern müssen. Greif uns doch mal wieder unter die Arme. Finde den Verdächtigen abgeschlossen. Der ist bestimmt eh unschuldig, aber was soll's. Gut, dass ich Nicole vorher geselfied habe. Okay, ich sollte zurück zum Kuhn auch. Irgendwann habe ich gehört. Hat er mir den Schlüssel gegeben? Nee, hat er nicht. Hierher, Mietz, Mietz, Mietz! Hierher, Muschis! Was seid ihr für Typen? 60. Sollte man hinkriegen, oder? Hier, Pussy, Pussy! Jetzt geht's auf die 12! Schauen wir mal. Oh, Alter, das Essen ist ja 5 serviert. Stück. Ihr seid das Essen! Zeig uns, was du drauf hast! Dann. Das mal so. Ah, so sorgt man für Schmerz. Ansteckung signed! Dann. Gute Arbeit. Ich gehe nur mal eben kotzen. Ich überlege mir eine Strategie. Oh, muss er kotzen. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Oh. Nimm das, Zwerg. Der haut aber rein. Nehmt eure Medizin, Zwerge. Schlechte Nachricht. Heute gab's Spargel. Ich hab zurzeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Du bist voll am Ende! Dafür bist du mir echt was schuldig! Keine geheilt! Okay.
Oder entbufft oder sowas. Warte mal. Trifft der... Nö, natürlich nicht. So. Was macht er denn? Schützt einen Teamkollegen. Ja, das ist, Mit Lesern okay. Kann man nicht viel falsch machen. Aber die stehen da unten auch in einer Reihe, ne? Ja, dann nehme ich lieber den Laser. Pew, pew. Ah, ich liebe sie so versenkt. Schließ die Säfte ein. Also noch. Scheiße, der trifft nur einen. So, Craig muss da rüber. Irgendwie steht er da richtig kacke. Nee, wenn ich den jetzt anstürme, dann... Erledigen wir das, oder was? Wenn ich den jetzt anstürme, dann treffe ich den wieder nicht. Ich würde ihn gern dahin stellen. Jetzt kannst du da stehen lassen. So. Versuche ich den mal wegzuknallen. Schon wieder, ey, ich raff das nicht. Wie lange muss ich denn da warten? So, dann gehen wir hier hin. Oh ja, die könnte ich alle treffen. Das ist ja nice. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Gefällt dir das, Viertklässler? In der Mittelschule gibt's davon noch mehr. Was? Sechstklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Fängst du jetzt an zu heulen, Zwerg? Nö. Aber du gleich. Was ist dran? Ja, renn genau in deinen Kumpel seinen AE rein. Pissbombe. Hahaha. Finde ich sehr schön. Jetzt ist wieder Platz für den ganzen Hamburger. Fühlt den Zorn von Humankind! Ein Viertklässler mit einem Drachen. Kacke. Genau, das. So. Ich glaube, ich schütze mal. Ich schütze mal Moskito. Genau. Du kannst auf mich zählen! Das habe ich gebraucht! Ich bin dran! Was kann der laufen? Ich gucke mal. Das passt, glaube ich. Ich habe genug von dem Kack. Ja, ein Treffer reicht für einen Homerun. Jawohl. Gehe ich hier vorne mal hin. Und nehme ihn hier. Treffe ich den einen. Das nenne ich eine Ansage. Oh, der hat noch einen HP. Leck mich am Arsch. Ich gönn mir ein bisschen Blut. Dann... So ziemlich seine beste Attacke. Wow, gleich zwei umgenietet. Ultimate bereit. Oh, oh. Das gilt nicht. Das gilt nicht, sagte. Haha. Dem sein Debuff ist geil. Dem Moskito seiner. Jawoll. Von 15. Oh, hier kann ich eine Dings freischalten. Das ist sehr schön. Fünf von sechs Schnellreisen freigeschaltet. In die Tasche war ich schon, ne? Ja. Aber wo bin ich denn jetzt hier gerade? Oben ist der Store, also das Lagerhaus.
Gucken wir doch mal, was hier so abgeht. Darf ich noch nicht hin, weil da Lava ist. Ich wette, diese Lavasteine kann ich irgendwann mit einem Furz wegfurzen. Geht's auch nicht lang. Hier darf ich noch nicht lang. Geh mal die andere Richtung. Oh. Tweak Brothers Coffee. Schuh. Geil. Das war dann auch die 6. Schnellreise. Hahaha. Oh, Alter, warte mal. Ich verurteile dich nicht. Jeder nach seiner Fasson. Die Stimme passt überhaupt nicht zu der. Okay. Oh. Was? 15? Was seid ihr denn für Minis? Oh, hat er was auf den Kopf gekriegt. Ich gehe aber erstmal zu Tweak rein. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Hier, das Ding hänge ich mal auf. Diese modernen Filme sind ja so gewalttätig und so laut. Uiuiui. Besser das Gegengift. Tweaks Mom ist ja auch hier. Nein, das geht nicht. Nicht bevor Tweak und Craig sich wieder vertragen. Oh. Warte mal. Tut mir leid, ich kann Selfies nur mit Kunden machen. Ich bin Kunde. Juhu. Tweak und Craig vor dem Storm. Du wirst unsere neue Ware lieben. Was hast du? Flasche mit Orgasmuskraft. Okay. Ich kaufe mir jetzt auch mal Orgasmuskraft. Wir sind immer hier. Muss ich überhaupt schon hin? Scheiße, das kommt doch gar nicht raus. Kann ich nicht hin? Ne, dann geht's nicht durch. Okay. Ich glaube, ich sollte erstmal zum Kuhn zurückkehren. Man ist nie zu jung für Kaffee. Nicht? Wo war jetzt die Schnellreise? Hier oben kommen wir sowieso noch hin. Wohin des Wegs? Ich muss zum Kuhn-Hauptquartier nochmal. Bitte schön. Danke. Ist man in der Garage? Guck jedes Mal rein, oder? Habe ich den Schlüssel noch nicht? Mist. Dann nochmal. Vielleicht bringt er mir ein Skill bei. Fick! Dich! Mom! So, mal gucken, was er will. Ja, Wunderarsch, setz dich! Oh, ich kenne meinen Platz. Okay. Wie läuft's da draußen? Gutes Gespräch. Ich finde, du hast Potenzial. Und irgendjemand kriegt dich als Sidekick. Glückwunsch. Ich wollte mal über deinen Superheldencharakter reden. Er ist ziemlich scheiße, finde ich. Und ich werde dir 2 Klassen gestatten. Such dir noch eine Fähigkeit aus. Welche Fähigkeiten willst du deinem Repertoire hinzufügen? Boah, geil. Was geht denn ab? Psychiker. Ein Psychiker wie Professor X. Das ist ja nice. Warte mal, was kann er denn? Cyborg, was für ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Ich lese das mal durch. Nächtliche
Werbesendungen haben den Geist des Psychikers zu einer Waffe gemacht, mit der er Freunde stärken oder Feinde schwächen kann. Das ist also so ein Supporter. Cyborg. Die erste Direktive des Cyborgs ist es, in Ärsche zu treten. Ein Held braucht auch einen Er ist mit seinen mächtigen... Er ist mit seinen mächtigen Angriffen... Ja, die Gegner heranziehen und wegstoßen. Der Herr des Schlachtfelds. Ah, okay. Ein Cyborg. Ja. Roboterfetisch, was? Das ist ein wichtiger Moment in deinem Superheldenleben. Ich hätte etwas mehr Begeisterung erwartet. Ja, ja, what's up, Alter? Elementarist. Wenn der Elementarist in der Nähe ist, braut sich immer ein Sturm zusammen. Blitz und Eis für die Gegner halten die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 40%. Ah, ein Elementarist mit der Macht über die Erde und so. Okay, das sieht vielleicht gar nicht mal so scheiße aus. Der kann ich hab hier einiges. Status-Effekte. An Fernsachen sogar. Entscheide dich doch mal, dann erzähle ich dir was drüber und wir können weitermachen. Ja, gleich. Brutalist. Der Brutalist ist ein Nahkämpfer, der... Das hatten wir ja vorhin schon mal. Beziehungsweise am Anfang. Ein Brutalist. Guck mir nur nochmal die Skills an. Batman. Nee, das ist... Speedster. Ich bin ja Fernkämpfer. Ein Speedster. Und dann hätte ich auch gerne... Aber okay, sei ein Arschloch. Vielleicht ist das jetzt ein Elementarist. Wie Storm oder Captain... Also entweder ihn... Oder ihn. Roboterfetisch, was? Das Problem ist, der hat einen Angriff, der im Nahkampf ist. Leider weiß ich nicht, was die Buffs machen. Halb zum Roboter werden, großer Schritt. Wäre aber eigentlich ganz cool. Hat jemand schon mal Spaß, die zu sehen? Ah, ein Elementarist mit der Macht über die Erde. Aber ich finde... Aber ich finde die Skills besser, also nehme ich diesen Elementarist. Hey, die beiden passen gut zusammen. Aber jetzt müssen wir deine Hintergrundstory noch ändern. Gehen wir also zurück zu dieser schicksalhaften Nacht, als du klein warst. Du lagst wach in dieser Nacht. Aber diesmal, weil du die Welt sicherer machen wolltest. Du gingst zum Spiegel. Ja, wir gehen zum Spiegel, aber leider erst in der nächsten Folge. Bis dann!